Jo, also wieder bei Tales of Hearts Air. Beim letzten Mal sind wir hier in Rapunzel angekommen, haben uns bereit gemacht und sind mehr als bereit, jetzt nun nach Gardenia zu gehen. Bin mal gespannt, wie lange es jetzt noch dauern wird. Huch. Gardenia Rettersystem. Okay. ガルデニアの影響で進化した強化型ゼロムの出現も予測される。最大警戒せよ。目指すはガルデニアのコアドーム。 Okay, dann würde ich sagen, es kommt auf jeden Fall noch dieser komplette Dungeon. Vorsicht, da ist irgendwas. Ich glaube, es bewegt sich. Ich glaube, es ist ein Monster-Ei. Ein Monster! Aber es greift sich an. Vielleicht schläft es? Sieht so aus. Es könnte aufwachen, wenn wir ihm einen Schuss mit dem Ring des Hexers verpassen. Sei lieber vorsichtig. Okay. Nee, Ines. Ines war...世界が元に戻ったらどうするの？どうしたの？いきなり。こんな時だから聞いておきたいんだ。未来の希望をさ。そうね。この旅で表と裏にいろいろな粉ができたから、謎の運び屋を本職にしてラピスと一緒に世界を回ろうかしら。だったら私も連れてって。もっと旅をして世界中の人たちと会いたいの。俺も一緒に行くよ。世界を巡って もっともっとスピリアを鍛えるんだ。本当は琥珀と二人っきりで旅したいくせに。あら、じゃあベリルは来てくれないの？そうだね。運び屋専属画家として雇ってくれるなら考えてもいいよ。運び屋専属画家？さ、ラピスのお絵描きの指導係さ。ベリル、それって。ただの子守係だろ。<笑> あなたたちは本当になんて。ありがとう。こんな風に笑える日が来るなんて思ってなかった。行こう、イネス。こんな風に笑える未来のために。ね。さっさとガルデニアを止めて運び屋日々寝日の再出発よ。ああ。うん。うん。決めて anderen anscheinend. レオイユ。 リチア様をガルデニアへよく導いてくれたな。まあ約束だからな。それに俺一人の力じゃねえだろ。てめえやリチアも含めたみんなの力だ。みんなの力か。そのことでも自分は皆に礼を言わねばならない。しつけえな。みんなにはてめえも含まれてんだ。礼なんていらねえよ。いいな。皆に告げるのは自分のスピリアを解放してくれた礼だ。 翡翠たち、皆のおかげで自分は自分のスピリアを認める覚悟ができた。ありがとう。感謝する。そんなの知るか。てめえが勝手に成長しただけだっつーの。うん。翡翠のその種の態度についてもすでに理解している。不器用ゆえの照れ隠しの行動だとな。え、私も知っていますわ。不器用だけど誰より熱く 誰かを思いやってくれる人、それが翡翠なのだと。なあ、いい加減にしろよてめえら。恥ずいだろ。うわあ、勝てえ。翡翠、お前もいい加減に。学習してください。ったく、そんな風に笑われちゃ怒る気もうせるぜ。リチア、クンザイト、その笑顔もう一回見せろよ。 Hi。了解だ。 Sehr schön. Kommt noch was? Ja. Garado. この旅が終わった後はどうするつもりだ? Oh? いきなりどうした、姉の兄さん。僕はパライバスマの元へ一度帰った後は、騎士として自らをさらに鍛えるため旅に出ようと思う。一緒に来てくれないか? ガラドと一緒なら総末会として学べることも多いだろ。 悪いが、俺はな、この旅が本当に終わった後は
総末会を廃業するつもりだ。この世界にデスピル病がなくなれや、俺が総末会である理由はねえからな。その腕を捨てるつもりなのか。この世界はな、おめえら若い連中のもんさ。こんな部外者のおっさんがどうこうするもんじゃねえ。それにな、カルセドニ、おめえはもうどこに出しても恥ずかしくねえ立派な総末会だ。だからてめえの惚れた女から離れてやるな。おめえの居場所はそこにしかねえんだからよ。僕の居場所？ああ、本当にいい総末会はてめえが大事だと信じる者のそばから離れたりしねえもんだ。一生そばにいてやれ。きっと学ぶことも多いだろう。それは俺にはできなかったことだからな。Ich würde ja behaupten, wir wären heute das Spiel nicht durchbekommen. Ich habe ein Würmchen gefunden. Gardenia-Wurm. Okay. Ich würde aber sagen, wir werden... Ich denke mal, ich... Mein Plan heute ist zumindest, bis kurz vor Creed zu kommen. Sprich, sag mal, bis zum letzten Speicherpunkt vor Creed. Aber ich bin versteinert, sehe ich gerade. Ups. Will mich jemand entsteinern? Danke. Glaube ich hier. Ja, wobei. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt die Attacke drin. Ich habe aber sicher eine Fähigkeit, die mich gegen Versteinerung schützt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich werde heute zumindest bis kurz vor Creed spielen. Dass wir dann im nächsten Part dann das Spiel beenden können. Oh, roter Salbei. Nice. Steinsicher. Was brauche ich denn dafür? 3 Punkte noch. Ja, hast du den Seelenangriff raus und nehme Steinsicher rein. Ach, guck mal. Kann ich ihn nehmen. Ja, das im nächsten Part das beenden. Und heute müsste ja Samstag sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann würde ich auch sagen, ich werde auch morgen einen Part bringen. Damit wir das Let's Play dann jetzt nicht nochmal so ein bisschen in die Länge ziehen. Also quasi nochmal bis Montag warten müssen. Dann kommt morgen dann wahrscheinlich auch der letzte Part. Ich erwarte große Überlänge. Weil es wäre dann der Endkampf drin plus Credits. Und je nachdem, wie lange der Endkampf geht... Ah, sehe schon, was ich machen muss. Wer weiß, wie lange das dann noch gehen kann. Außer ich komme so schnell zu Creed, dass ich heute sogar schon so ein bisschen was von dem Endkampf schon mitnehmen kann. Aber ansonsten denke ich mal, dann wird es morgen wahrscheinlich den letzten Part dann geben. Ich habe mir auch überlegt, dass ich dann auch wirklich dann hier dann das Let's Play dann beenden möchte. Da es ja immer noch ein Blind-Let's Play ist und ich finde jetzt, ich muss da jetzt nicht alles an Sidequests und sowas zeigen, weil ich sag mal so, wenn ich Tales spiele zum ersten Mal spiele, spiele ich einfach ganz normal durch jetzt, ohne alles zu suchen. Sondern einfach nur so viel, wie ich spontan jetzt gefunden habe. Und ja, es ist ja immer noch blind. Ich zeige einfach das, was ich so spontan finde. Ich bin eigentlich noch zufrieden damit. Das ist ja so quasi der Ersteindruck des Spiels. Ich fliehe jetzt auch erstmal von den ganzen Gegnern. Ich möchte mal gucken, wie weit wir hier eigentlich kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieser Dungeon ist. Bin ich eigentlich weiter? Nö. Wieso bin ich jetzt hier runtergegangen? Ich könnte wahrscheinlich auch diese ganzen Eier ständig bekämpfen. Aber... diese Würmchen habe ich jetzt gerade keine Lust. Allein einfach schon, weil die Gegner mich versteinern können. Ich denke mal, wenn ich das dann noch durch habe, werde ich es wahrscheinlich nochmal privat im New Game Plus spielen. Und gucken, was man da so alles übernehmen kann und was man da noch so alles machen kann. Ich habe immerhin 1300 Rang. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man für den Sieg über den Endboss nochmal so ein bisschen Rang bekommt. Auch in so manchen Tales-Spielen so, dass wenn du es einfach durchgespielt hast, hast du auch nochmal... doch ordentlich an Rangpunkten dazu bekommen. Ich glaube bei... also ich glaube bei Abyss waren es, dass du auf jeden Fall nochmal 1500 dazu bekommst.
glaube, was empfohlen hat man auch nochmal so um die 500.000 oder so dazu bekommen. Ist ja doch noch sehr viel größer, als erwartet hätte. Dinger sind nicht aktiv. Das ist auch nicht aktiv. Da fehlt mir eine Linksphäre. Du bist nicht aktiv. Ist überhaupt irgendetwas aktiv? Doch, da. Das war das Falsche. Oder bist du aktiv? Nein. Moment. Jetzt möchte ich gerne mal was ausprobieren. Die hochheiligen Tränke. Wie gut halten die? Also, wie gut halten die Gegner von mir fern? Moment. Da ist nichts? Da ist nichts. Nö. Okay, vielleicht kriege ich auch erst weiter hinten irgendwo oder so die Linksphären. Wer weiß. Oder ich bin schon dran vorbeigelaufen, weil die in irgendeinem dieser Eier drin sind. Hey, was ist das? Ein riesiger Wurm. Das ist eine Unterart des auf Organika heimischen Sandwurms. Warnung, äußerst aggressiv. Ach, als würden wir jetzt umkehren. Machen wir lieber Fischfutter daraus, damit wir Greed aufhalten können. Was zum... Dieser Netzdinger versperrt uns den Weg. Wieso versuchst du nicht abzufackeln? Fantastische Idee, alter Mann. So, jetzt können wir weiter. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Verdammt, das reicht wohl nicht, sie einfach zu verbrennen. Hey, sieh mal da oben. Was ist das? Sieht aus wie Kokons. Moment, vielleicht können wir durch, wenn wir die Kokons verbrennen. Du hast bestimmt recht. Schau mal, die Netze kommen aus den Kokons. Sonst gäbe es einen Weg, über den man von hinten an sie herankommt. Dann lass uns hochgehen und diese Kokons aus dem Weg räumen. Okay. Ah, da haben wir auch die Linksphäre. G wahrscheinlich für Gardenia? Aber das hochheilige Licht scheint echt gut zu wirken. Ich sollte öfters mit diesem Zeug rumlaufen. Dafür geht's wieder sehr schnell weg. Das ist ja praktisch. Aber wenn da oben schon wieder so ein Boss rumsteht, habe ich das Gefühl, der wird uns wieder mehr als genug Probleme machen. Okay, dann legen wir nochmal die Linksphäre hier rein. Die sind alle aktiviert. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hinkommen. Ah, hier muss das Ding auch erstmal drehen. Und dann schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Hier ist rote Kamille. Hier ist das Ding zum Drehen. Kann ich jetzt auch hier zurück von hier aus? Okay, das Ding habe ich nicht gedreht. Okay, dann können wir vielleicht von hier aus an den ersten Kokon. Je nachdem, ob ich da jetzt auch von hier aus hinkomme oder zuerst nochmal durch ein Labyrinth der Qualen gehen muss oder so. Labyrinth der Qualen. Was könnte das sein? Hier ist eine Art Tafel. Versuch es mit dem Ring des Hexers. Passiert nichts. Versuch mit einer anderen Art von Zauber. Okay. Okay. Hallo? Ah! Wir fahren die in den Boden. Und das auch. Und Schussbarrel. Ah, was ist geschehen? Wie komme ich hier wieder nach oben? Offenbar können wir jetzt hier entlang gehen. Das könnte das kniffligste Rätsel sein, das bisher untergekommen ist. Aber wir müssen es lösen, wenn wir Creed aufhalten wollen. Co hat recht. Hey, ich bin immer noch hier unten. Oh, tut mir leid, warte, ich hole dich wieder nach oben. Eine Sekunde hat es doch funktioniert. Wieso klappt das jetzt nicht? Vielleicht ist es kaputt. Kaputt, wie soll ich da wieder hier rauskommen? Schau mal, das war vorher nicht da. Versuch mal darauf zu feuern und wir sehen, was passiert. Das ist neu, nicht wahr? Okay, ich versuche es. Ah, das deaktiviert das quasi wieder. Und alle fahren wieder hoch. Bleiben wir lang, ich dachte, die würde mich hier versauern lassen. So funktioniert das also. Es wird keinen Spaß machen, aber das sieht aus, als müssen wir uns weiter durchprobieren. Okay. Dann, fangen wir mal damit an. Wenn wir jetzt immer wieder angucken, was alles runtergeht. Ja, ich muss mir immer wieder angucken, was alles hoch und runter geht.
Gucken wir uns erstmal die Truhen da hinten. So, da ist der grüne Kristall, um die wieder hochfahren zu lassen. Ein Prisma-Protektor. Bringt mir nichts, weil ich eh keinen von den Charakteren im Team habe. Mal gucken, wie lange meine hochheiligen Tränke halten werden. So, hier ist... Moment, lass mich raten. Ah, je nachdem, welche Farbe die haben, das soll ich dann darauf verwenden. So, dann geht der auf. Die gehen runter. Und die gehen runter. Ist da was runtergegangen? Okay. Ah, da vorne ist der. Und um da dran zu kommen, muss ich blau wieder aktivieren. Interessant, interessant. So, schauen wir mal weiter. Das ist hier die Truhe. Test. Wenn ich hier schon... Was? Nicht? Achso, der ist schon aktiviert. Moment, dann... Ah, da hinten ist grün. Wenn man da mal wieder einen Frosch am Hals hat. Okay, jetzt ist der hochgefahren. Das ist wieder oben. Okay, und dann... Muss ich Rot nochmal hochfahren lassen. Und ich kann da lang. Ja. Ist jetzt gar nicht mal so kompliziert, das Rätsel. Ist hier noch was? Oh, hier ist noch eine Truhe. Gut, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe nur gesehen, dass da auf der Karte noch ein bisschen was hätte sein können. So, vor allem so bei Rätseln habe ich es dann doch ein bisschen lieber, wenn hier gerade keine Gegner die ganze Zeit rumlaufen und mich stören, wenn ich versuche, hier irgendwas zu lösen. So, ganz viele Gummis. Also, was ich zum Amethyst sagen wollte, ich kann mir gut vorstellen, dass ein gewisser Herr Endboss wahrscheinlich auf Finsternis ist, wenn wir jetzt schon quasi noch mehr Finsternisschutz bekommen. So, die gehen runter. Die gehen runter. Und die eine Plattform. Okay, am Ende müssen also quasi alle oben sein. Für die letzte Plattform. Das ist gut zu wissen. So, wo war jetzt das Ding zum Reaktivieren? Ich hab das gar nicht gesehen. Gut, ich habe keine Ahnung. So, das da ist ein roter. Das heißt, ich möchte einmal den roten runter laufen lassen. Wie gesagt, lass mich dann hier nur noch durcheinander bringen und dann habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich gerade machen wollte. So, einmal die roten hoch. Und jetzt kurz mal die Truhe. So, rein theoretisch muss nur noch das grüne jetzt irgendwo anheben. Das wird wahrscheinlich aber nicht so leicht sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Goldhelm. Ich rüste einfach alle am Ende dann zusammen aus. So. Wo ist jetzt grün? Da wäre grün gewesen. Verdammt. Hier ist auch ne... Wie komme ich jetzt hier weiter? Das da macht blau runter. Da mache ich dann grün runter. So. Ey. Moment, wait. Ich habe sogar von hier aus aktiviert, ohne dahin zu gehen. Moment. Da ist das blaue Ding. Ja. Moment, jetzt muss ich kurz mal schauen. Das ist doch der, um die Grünen wieder hoch zu machen. Okay. Ach ja, stimmt. Der normale Schalter macht die ja runter und nicht hoch. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe gerade falsch gedacht. So, jetzt kann ich den hier nutzen, um blau wieder runter zu machen, hoch zu machen. Und dann können wir hier durch. Ja, doch, doch, das war ein cooles Rätsel wieder. Guck mal, da sind wir schon durch. Dann holen wir schon mal Feuer raus, um die Kokons gleich mal zu verbrennen. Das Rätsel hat mir gefallen. Ja, und hier haben wir Kokon Nummer 1. Kann ich hier? Ja, ich kann hier einfach runterspringen.
Okay. Speichern wir das mal eben ab. Ich glaube, das wird heute auch ein langer Part. Je nachdem, wie umständlich das Rätsel jetzt auf der linken Seite noch ist. Die Fechte hätten wir jetzt erstmal. So, das ist wahrscheinlich, um von da oben wieder hier runter zu kommen. Ich kann auch noch hier entlang. Das hält echt wirklich gar nicht lange, dieses, der hochheilige Trank. Ein Himmelsgewand. Ich rüste einfach alle nachher am Ende aus. Dann können wir mal die komplette Ausrüstung nochmal kurz durchgehen und gucken, was ich dann alles habe. Ist vielleicht besser, jetzt einfach mal zwischendurch zu wechseln. So, und jetzt kann ich da oben hin, ne? Jo. Ein Schieberätsel wäre cool. Ich mag Schieberätsel. So. Okay. Ah, hier komme ich runter. Was haben wir denn jetzt? Ich geh mal, da pulsiert etwas eklig. Ich will da wirklich nicht so nah dran. Wir müssen an ihnen vorbei. Kor hat recht. Außerdem sind sie im Vergleich zu den Monstern, die wir bekämpft haben, gar nichts. Triffst den Nagel auf den Kopf, Ines, wie immer. Und wie kommen wir jetzt an ihnen vorbei? Du bist doch derjenige, der eben sagte, dass wir an ihnen vorbei müssen. Lass du dir doch was einfallen. Vielleicht haben diese Leitkreise etwas damit zu tun. Er hat recht, wenn man genau hinsieht, sind da Leitungen auf dem Boden. Ich denke, dass daraus bekommen diese pulsierenden Dinger ihre Energie. Scan abgeschlossen, die fraglichen Leitkreise wurden mit einer speziellen Verzauberung geschaffen. Diese Verzauberung sollte mit einem Energielink zu brechen sein, da wir gerade Energie zugeführt wird. Passiert nichts. Wie ist das am Energieüberschuss verändert? Und dann hier muss ein Kern sein, der die Energie erzeugt. Hey, sind wir da drüben? Das Ding? Muss der Kern sein, wir müssen zu ihm. Wir müssen jetzt einen Energieschuss drauf abfeuern, müssen den Kernanstieg erkennen und den Überschuss abstoßen. Bup, bup. Ist rot geworden. Okay. Hey, die Plattform ist runtergekommen. Jetzt können wir weiter. Führen noch Energielink auf den Leitkreis ab, um die Energiezufuhr wieder aufzunehmen und die Plattform anzuheben. Oh. Okay. Kann ich da jetzt einfach rüber? Ja, kann ich wirklich. Das sind nochmal schöne Rätsel hier im Final Dungeon. Jetzt kann ich hier hin und über die Dinger rüberlaufen. Ja, aber es tut weh. Zack. Falscher Knopf. Zack. Jetzt habe ich das da abgesenkt. Es hatte mir nichts gebracht. Was macht es, wenn ich das mache? Dann blau. Dann halt doch wieder rot. Ach ja, Moment. Nee, nicht dahin. Da muss ich sie reinschießen. Irgendwann habe ich das Richtige raus. Jetzt habe ich es da angehoben. Okay, jetzt komme ich da schon mal dran. Was ist, wenn ich das jetzt nochmal mache? Ah, ich sehe gerade, die Dinger sind die, die Energie liefern. Ah, dann komme ich da hin. Frage ist, wie komme ich überhaupt zu den... Achso, Moment. Dumm, die dumm. Ich habe nichts gesagt. So komme ich hier hin. Nee, komme ich nicht. Doch, komme ich schon. Aber Moment. Ich muss mal zurück. Das muss nämlich nochmal runter. Weil das dort die Plattform erschaffen hat. Jetzt kann ich an beide Truhen dran. Ja, wie gesagt, das ist doch auch nochmal ein cooles Rätsel hier. Wundergummi. Ich glaube, ich werde davon eine ganze Menge beim Endboss brauchen. Und Eklipsenhaarreif. Aber ich habe ja zumindest noch zwei Omega-Elixiere für alle Fälle. Gegen den Endboss. Da sollte ich mal so ziemlich richtig aufs Maul bekommen, dann rette ich mich einfach mit Omega-Elixieren. So, das nochmal aktivieren. Dann geht der da wieder hoch oder ich kann da oben rechts irgendwo hin. Frage ist, bringt mich das weiter? Die Antwort ist ja, weil ich dann an der Stelle wieder runter kann. Ja, okay. So, jetzt sind wir schon mal auf der Seite. Wenn ich da hochgehe, komme ich zu der Truhe, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, bevor ich hier irgendetwas ändere, erstmal die Truhe holen.
Und ich könnte da nach rechts weiter, sehe ich gerade. Aber wahrscheinlich bringt mich das noch nicht groß weiter. So ohne irgendwas zu verändern. Ein Schmank. Zwei Schmankerl. Was? Ich dachte, die halten Angriffe aller Art ab. Oder ist es gerade leer gegangen? Es ist wirklich... Die Mods habe ich wirklich genau in der Millisekunde angegriffen, als es gerade leer ging, ne? Wir sind schon... Das sind ein paar fiese Monsterchen. So, das bringt mir nämlich nicht... Doch, noch eine Truhe. Gut, ein Allesteiler. Ach, wir brauchen schon bitte Allesteiler. So, jetzt hier wieder runter. Wo muss ich jetzt überhaupt hin, ist die Frage. Kann man hier rüber gehen? Meine Idee wäre jetzt einfach mal, ich hebe einfach mal alle an. Und guck da mal, was da passiert. So, der führt da oben hin. Der hier? Der führt da hin. Und der da führt dahin. Ich glaube, das war vielleicht gar nicht mal so falsch, die einfach mal alle anzuheben. Mal durch die Pampe laufen. Ist hier links jetzt noch ein Weg? Ja. Der führt mich zu der Truhe. Hey, es hat sich doch gelohnt, die ganzen hochheiligen Tränke zu kaufen. Damit kann ich mich jetzt hier in Ruhe umschauen. Ein Sternenhut. Und rechts komme ich dann zu dem Weg, wo ich hin möchte. Perfekt. Ja, wie gesagt, das war ein nettes Rätsel. Mal Abwechslung. So, und weg mit Kokon Nummer 2. Das heißt, wir können jetzt gegen den Sandwurm kämpfen. Wenn es ein Sandwurm ist, würde ich ja mal ganz stark vermuten, dass er Erdattacken kann. Ich habe doch sicher das ein oder andere Ding, was mich vor Erde schützt, oder? Ich habe Annabergs Schal. Erde. Irgendwie so ein Rubin, oder? Was ist Rubin? Ja, da. Erhöht die Erdabwehr um 2 Level. Noch irgendwas? Ja, wobei, ich denke, das reicht, wenn ich das habe. Ich bin quasi der Sicherheitsgurt für all unsere Leute. Okay. Dann kämpfen wir. Bye. Ah, komm. Passt schon. Ich dachte mir, vielleicht nehme ich noch ein anderes Teammitglied noch mit rein, aber... sehe ich natürlich nicht... Wie der mich schon angreift! Ich bin gerade erst angefangen, mein Lieber. So, die haben eine Wasserschwäche. Ja, gut. Ich habe mir schon gedacht, Wasser, war das nicht irgendwas, das Ines da ganz gut gegen ist? Aber... Ich hab den Körper vergiftet, sehe ich gerade, den einen hier. Ups, da hat mich der Groß... Oh, die anderen beiden sind versteinert. Das ist nicht so schön. Gut, dass ich meinen Versteinerungsschutz habe. Steintrank auf Calcedoni. Ich glaube, der kann noch eher was machen. Der kann nämlich heilen. So, dann den Kleinen hier aus dem Weg räumen. So, und jetzt noch den hier. Ist da gerade ein neuer kleiner Wurm aufgetaucht? Habe ich das gerade richtig gesehen? So, was kann der Große denn? Abhauen. Hat eine Feuerschwäche. Oh. Calcedoni. Machen wir den einen Steintrank für sie. Habe ich Feuerarzt? Weiß es gerade gar nicht. Ich habe jetzt zwischendurch auch ein paar gesehen da gerade. Okay. Wir haben den Drachentöter. Das Höllenschwert. Ja, Moment, das Höllenschwert war, glaube ich, sogar ganz gut. Okay, also... Au. Machst du Schaden, mein Lieber. Huch, es sind schon wieder drei Würmer hier.
Meine Güte. Der kann ja anscheinend echt so einfach, wie er möchte, beschwören. Verdammt. Und da sind schon wieder unsere Leute tot und versteinert. Ich hätte vielleicht mehr von diesem Steinsicher oder Steinsachen mitnehmen sollen. Calzedoni. Nee, anders. Halbig. Ich hab dir doch fast nichts abgezogen, bitte was? Okay, ich glaube, der Kampf könnte doch ein bisschen problematischer werden, als ich erwartet hätte. Ich bin nämlich dabei der Einzige, der noch am Leben ist und krieg gerade nichts mehr hin. Nebenbei, ich wurde gerade wiederbelebt, weil ich die eine Phönix-Fähigkeit von Koako drin hatte und ich glaube, den Kampf verlieren wir. Lass mich das nochmal versuchen. Gespeichertes Spiel laden, ja, bitte. Machen das doch nochmal ein kleines bisschen anders. Beryl. Guck mal hier für Ines. Geben wir Ines mal ein bisschen gute Ausrüstung. Habe ich sogar vielleicht ein Band, das gegen Erde schützt? Leider nicht. Dann behalt mal du deinen Profi. Und einen... Habe ich irgendwo einen Steinbann? Da. Steinbann. Sogar zwei Stück. So. Du nimmst dir auch einen Steinbann. Du nimmst dann einen Steinwehr zumindest. Damit ich zumindest nicht ständig versteinert bin. So. Yo. Nehmen wir direkt nochmal dieses Höllenschwert. Wobei, nehmen wir den Drachentöter einfach direkt. So, speichern wir das nochmal. Und probieren wir das noch ein zweites Mal. Kann ja wohl nicht so schwer sein. So, Ines, du fängst direkt erstmal mit einer magischen Lupe auf den Großen an. Ich laufe dann direkt schon zu dem Großen und kämpfe gegen den und die können gegen das andere Ding kämpfen. Au. Zumindest können unsere Leute jetzt nicht mehr so häufig versteinert werden. Und die anderen kümmern sich quasi um die kleinen Dinger und ich kümmere mich um den Großen. Ich will da nicht ständig weglaufen. Nein, verdammt. Das war echt zu langsam. Ja, ich glaube, mit dem Team läuft das schon viel besser, weil ich glaube, die haben jetzt schon alle drei Würmer kaputt gehauen. Guck mal, kaum können sie nicht mehr versteinert werden, schon läuft alles viel besser. Joa. Aber auch nur das richtige Team, ne? Wer hat eigentlich gerade einen Verfolgerling auf dem Ding drauf? Das war cool. Wie ich dem Ding schon jetzt mehr Schaden... falsch. Wie ich dem Ding jetzt schon mehr Schaden gemacht habe, als im ganzen Kampf eben. Au. Au. Mal diese Wutangriffe. Fällt gerade auf, ich habe gar nicht mehr die Waffe, die mich dauerhaft TP wieder gibt. Ey, komm, ich habe mich blockiert. Dann machen wir es mal so. Nein, lauf doch nicht weg. Nicht, wenn ich gerade meinen Ding aktiviere. Yes, ich hab dich. Bin ich ein bisschen zurückgestoßen die ganze Zeit? Nee, ne? Dann macht sie ihren Verfolgerlink-Angriff und schlägt mir den Gegner die ganze Zeit weg. Ah, ich mag das in Spiria-Schub, einfach die ganze Zeit der Attacke zu spammen. Das ist cool. So, 96.000. Ah, und es ist immer noch ein Verfolgerlink von ihr drin.
Wurde nicht erwischt. Du da vor allem. Mach mal einen Schmankerl für uns alle. Und wieder ein bisschen mehr TP. Ja, ich mag diese Drachentöter-Attacke. Die haut echt gut rein. Yes! Jetzt erwischt. Ja, doch, es läuft ein ganz kleines bisschen besser. Ich habe nur einen Charakter ausgewechselt und mich ein bisschen gegen Versteinerung geschützt, ne? Was so eine kleine Änderung mal eben machen kann. Aber ich glaube, bei dem Kampf ist es echt sehr viel besser. Mehr auf... Wie auf über zwei Healing Circles da gerade auf dem Feld waren. Das ist echt sehr viel besser auf... Hier, auf diese Statusveränderung zu... Ich hätte auch nicht erwartet, dass da so viel Versteinerung mit drin sein könnte in diesem Kampf. Das war halt schon ein bisschen doof, dass sie da so viel auf Versteinerung gehen, die Gegner. Ich könnte den Boss liebend gerne einfach vergiften, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Oh, Korku ist tot. Und ich sollte blocken. Oh Gott! Oh Gott! Wie auch immer ich das gerade gemacht habe, ich habe einfach nur zufällig genau im richtigen Moment, ja, quasi pausiert und habe gesehen, oh, da kommt gleich ein böser Angriff. 56.000 noch. Wieso hat eigentlich ein Erdwurm eine Feuerschwäche? Das ist eine gute Frage. Oh, Calzedonis ist kaputt. Ich belebe ihn mal eben wieder. Ich glaube, den einen Trank kann ich dafür noch hergeben. Und du benutzt mal ein Ananas-Gummi für dich selbst. Da sie ja echt ziemlich gute Kombos teilweise machen kann. Die Würmer verfolgen aber auch gerade echt nur Kohaku, oder? Da war jetzt auch einer bei mir gewesen. Okay, bin wieder voll. Nein. Viel zu langsam wieder. Wir sind schon wieder bei 3. Also ich könnte schon wieder... Ah, Mann. Ich muss mir deinen Verfolger nicht geklaut. Ich könnte schon wieder Mystic Art eigentlich machen. Joa, joa. Wir haben gerade 92er-Kombo an den Gegner gemacht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Joa. Ines hat zwar wie immer keine TP mehr, aber joa. Ist gut. Ah, verdammt. Moment, jetzt bin ich versteinert? Trotz meines Steinsichers? Oh, wie mies. Mit einem kleinen Biss, ne? Na, jetzt sind zwei von denen tot. Verdammt! Ich halte mal eben einfach den Kleinen auf. So. Korku. Stimme hier nicht weg. Oh, perfekt. Verteidigung durchbrochen. Aber sie kommen gerade echt nicht dazu, irgendwas zu machen, weil die mal die kleinen Würmer hier angreifen. Na gut, dann gehen wir halt noch einen Trank des Lebens daher. Ich glaube, wir brauchen dann doch mal Ines. So, komm her. Viel fehlt dir nicht mehr. 4000 nur noch. Könnte Spirit-Schub aktivieren, aber ich möchte den ehrlich gesagt noch aufheben. Für Endboss. So, dann bleibt mal aber kurz hier ein bisschen hier. Lasst mal Korku mal in Ruhe und vielleicht schafft es ja mal Calzedoni zu heilen. So, kann ich jetzt den Großen wieder nehmen? Ja, okay, sie hat Calzedoni wieder belebt. Perfekt. So, 1200 nur noch. Dann stirbt... Nein, und dann stirbt Korku mir weg. Nein! Wie sie in der letzten Sekunde noch wegstirbt. Boah, Korku. Nee. Das ist doch scheiße. Das ist doch blöd. Wobei, ich sehe gerade, sie ist vom Level her jetzt nicht so groß anders als die anderen, aber trotzdem, das ist doch blöd, sowas.
Hätte auch so viele Level-Ups noch dazu bekommen können. Eins. Ja, ein Level-Up. Und das ist sie jetzt verwehrt geblieben. Da hat sie sich so gut angestellt und dann verkackt sie da. Gemeinheit. Ich glaube, wir sind fast durch. Letzter Kreuzritter. Aha. Elixier. Hier geht's wahrscheinlich nach oben. Gut, ich würde aber mal sagen, dann beenden wir hier den Part. Ich verteile wieder hier und da ein paar Sachen. Und beim nächsten Mal beenden wir wahrscheinlich das Let's Play. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.